Also sowas hast du halt heute nicht mehr. Aber die junge Generation, die wird sagen, ey, was willst du mit diesem Dreck? Aber das sind halt schon irgendwie Klassiker, aber halt nur für die, die sie mögen. Ne? Das heißt, wenn meine Generation ausstirbt und dann stirbt das irgendwann auch aus, weil dann will das keine Sau mehr anschauen. Ich meine, ich gucke es ja auch kaum an, also so gut wie gar nicht, aber ich finde es klasse. Ich finde es trotzdem klasse. Dann haben wir hier Gemini 13, die Todesstrahlen auf Cape Canaveral. Das sind, also diese Texte sind so genial, liebe Leute. Da, wer macht da mit? Ah, kennt kein Mensch. Der sensationelle Super-Thriller. Aber es ist ja einfach genial. Dann haben wir hier das Geheimnis der tödlichen Strahlen. Das Geheimnis Geheimnis der tödlichen Strahlen. Robert Mark. Dann hier nochmal der Untertitel. Manche haben ja Untertitel, zwei Titel, sind unter mehreren Titeln gelaufen. Deswegen findet man die Filme manchmal gar nicht. Der heißt nämlich auch Ralph Lester jagt Sicario 77. Es ist einfach nur köstlich. Dann haben wir hier Operation Poker. Das sieht doch aus wie ein Bond, oder? Und da macht mit der Roger Brown. Kenne ich nicht, aber ist halt so. Was ist das? Operation Typhoon. Operation Typhoon. Sieht auch aus wie ein Bond. Ich sag's ja. Ich sag's ja, die Bondwelle. Die Bondwelle. Eurospy bei Bondwelle, das ist Agentenpoker. Und auf der Rückseite haben wir Agentenfalle Lissabon. Also Portugal. Das war ja damals voll der Hype. Also das sind natürlich die Schauplätze, Karibik, Lissabon, Spanien, Amerika. Das war ja für viele, die sich keinen Urlaub leisten konnten nach dem Krieg, sage ich mal 60er Jahre. Das war ja, die sind mit diesen Filmen in Traumwelten geflüchtet. Das ist einfach so. In Traumwelten. Jetzt gucke ich mal kurz nach hier. Da habe ich noch zwei in der Kiste. Aber das ist natürlich auch wieder kein Eurospy, aber bei mir ist es drunter gelaufen. Das Todesauge von Ceylon. Das ist auch mit dem Lex Barker. Auch Abenteuer pur. Die Reise in andere Welten, ferne Welten. Die Leute wollten das sehen, die wollten Afrika sehen, die wollten Thailand sehen, die wollten alles sehen. Und das ist eben, das hatten sie hier geboten bekommen. Es ist einfach so. Der schwarze Panther von Ratana. Und da macht mit, na, wer, oh Mann, jetzt fällt mir die, wie heißt er denn, wie heißt er denn? Der Heinz Drache, jeder kennt ihn aus den Bond-Filmen. Jeder kennt ihn. Das verräterische Auge haben wir hier. Und auf der Rückseite, der Chef schickt seinen besten Mann mit Stuart Granger. Das ist auch wieder was Bekanntes. Stuart Granger kennt ja auch jeder. Jetzt habe ich mal, jetzt muss ich, ich glaube, jetzt in der Box, da sind gar nicht viel mehr drin. Da sind wir jetzt schon durch. Deswegen in der zweiten Box ist ein bisschen mehr und wir sind bei 13 Minuten und ich sag's euch, dieses Video wird geteilt. Ich muss dieses Video teilen. Das ist zu lang für euch. Also ich sag mal, wenn wir jetzt nochmal 13 Minuten filmen, dann haben wir ja fast 30 Minuten. Und was ist dann? Dann wären es drei Videos. Also. Jetzt ist die Frage, wollt ihr nur die Eigenproduktionen oder die Eigenkreationen? Weil ich habe hier, den hatte ich mal gekauft, Lucy M. füllt alle Särge. Lucy M. füllt alle Särge. Ich weiß nicht, warum ich mir den gekauft habe. Der ist hier hochgewandert. Wahrscheinlich war der so schrottig. Lucy M. füllt alle Särge. Dann haben wir ein toter Taucher nimmt kein Gold. Aber das ist jetzt ein deutscher Film. Harald Reinl, ein Harald Reinl-Film. Dann haben wir auf der Rückseite Aktion Todesmole. Aktion Todesmole. So, dann legen wir das einfach mal darüber. So, wie heißt er? It's so easy to set fire to a woman of straw. Okay, ich bin jetzt nicht so der. Ach, ist das die Puppe oder? Ne, ach, das ist doch ein Connery, oder? Aber fällt mir jetzt. Ja, warte mal. Ah, die Strohpuppe, Mann.
Ey, Alter, die Strohprobe mit dem Connery, aber der ist ja echt nicht so toll. War zu der Zeit, wo er Bond gemacht hat. Jetzt muss ich mal kurz jetzt ein bisschen rüber hier. Der Boss stirbt noch vor 12. Also wenn hier für jeden, der seinen Chef umbringen will, der Boss stirbt noch vor 12. Und er macht Ken Clark mit. Das war ja auch so ein Bond-Verschnitt damals. War bekannt in den Kreisen. Dann Modesty Blaise. Das sagt doch mir was. Modesty Blaise. Die tödliche Lady. Das ist der andere Titel. Und dann haben wir CIA. Jetzt muss ich nochmal hier rüber. CIA an Malta. Das ist die Agentin. CIA an Malta. Diese Frau ist gefährlich, steht hier. Ja, das ist sie bestimmt. Das ist sie bestimmt, so wie sie aussieht. Am besten, wenn sie noch ihren Bikini ausziehen würde, dann wäre sie noch viel gefährlicher. Da wäre sie noch viel gefährlicher, weil sie hat ja eine Harpune dabei, auch wenn sie nackt wäre. Sie hat ja die Harpune dabei, also da muss man schon aufpassen. Dann der Teufel von Kapstadt. Scheiße, das ist ja alles immer spiegelbildlich. Liebe Leute, ich decke mich da ab, ich muss ja darüber. Der Teufel von Kapstadt und die Höllenkatze des Kung Fu. Die Höllenkatze des Kung Fu. Also das sind jetzt die, die ich aussortiert habe. Ich habe ja unten im Regal die besten mir rausgestellt, die wirklich es verdienen, im Regal zu stehen. Aber es ist ja so köstlich, euch das vorzulesen hier. Tim Fraser jagt den geheimnisvollen Mr. X. Wer ist er denn? Der Mr. X, aber ich glaube, das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Da ist nur der Titel geil, weil der Rest ist scheiße. Und dann haben wir hier, ist auch kein Eurospy, die 27. Etage. Und da macht der Gregory Peck mit und der Walter Matthau, je nachdem, wie man aussprechen will. Dann, das ist wieder ein deutscher Film. Viele gibt's ja auch, also einige sind mittlerweile von Pidax rausgekommen. Das war zu der Zeit, ich habe das vor 10 Jahren gesammelt, möchte ich mal sagen. Dann zum Beispiel, Unser Boss ist eine Dame, den gibt es ja mittlerweile auch offiziell zu kaufen mit der Senta Berger. Und natürlich, wer kennt ihn nicht, Die Herren mit der weißen Weste. Den habe ich mir mittlerweile auch im Original gekauft, der ist halt hier oben noch rumgeschlummert. Jetzt habe ich natürlich ein Fail, muss ich hier gerade sagen. Und ich weiß nicht warum. Ich habe hier Kommissar X Teil 7, die gibt's ja die Box, die kostet recht viel, glaube ich. Und jetzt weiß ich gar nicht, warum ich Teil 7 hier oben habe nur. Ich finde hier gerade nur Teil 7, weil ich habe es ja alle. Kommissar X jagt die roten Tiger und ich denke, dass ich die unten habe. Deswegen ist der hier oben. Dann machen wir mal weiter. Also, weil es ja so lustig ist hier. Es ist ja so lustig. Wir haben hier die Hölle von Macau. Die Hölle von Macau. Wer macht da mit? Weltstars in einem großen deutschen Abenteuerfilm mit Elke Sommer. Dann heißer Tatort Tripolis. Also schon die Titel, die sprechen ja für Abenteuer. Die sprechen für Abenteuer. Ich mache das immer falsch hier. Die Titel sprechen für Abenteuer. Den gibt's mittlerweile. Die Diamantenhölle von Mekong. Und das ist auch ein Deutscher. Da macht der Paul Hubschmidt und der Horst Frank macht da mit. Der Horst Frank. Den kennt man doch auch. Und dann haben wir hier, der Tod fliegt nach Jamaika. Ja, wo? Der Tod fliegt nach Jamaika. Ja, wo fliegt er denn genau dahin in Jamaika? Der Boss muss sterben. Ja, der Boss muss sterben. Das ist so köstlich. Den kennt man auch und den gibt es ja auch zu kaufen. Den hatte ich damals noch aus dem TV, glaube ich, mir gebrannt. An einem Freitag in Las Vegas, der hatte bei den Eurospies eigentlich nichts zu suchen, aber da geht es ja um den Raub eines Geldtransports in Las Vegas. Ja, merkt euch die Titel, wenn sie euch interessieren. Ganz seltenes Stückchen hier.
Mr. Dynamit, Lex Barker.